Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Südkorea kommen mindestens 41 Menschen ums Leben. Mehr als 40 Personen werden bei dem Unglück in der südöstlichen Stadt Miryang verletzt. Einige von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. In der Klinik halten sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Früh etwa 100 Patienten auf. Für die Helfer ist es ein Rennen gegen die Zeit. Rettungskräfte versuchen, noch verbleibende Patienten aus dem Krankenhaus zu retten. Die Bergungsarbeiten werden aber durch dichte Rauchwolken behindert. In dem Krankenhaus befinden sich vor allem ältere Patienten. Es wird vermutet, dass das Feuer in der Notaufnahme im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes ausgebrochen ist. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Aus einem Nebengebäude in der Klinik, in dem sich ein Pflegeheim befindet, werden mehr als 90 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Stadt Miryang liegt etwa 280 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul. Erst vor einem Monat erschüttert eine schwere Brandkatastrophe Südkorea. Damals bricht in einem Fitnessclub ein Feuer aus und kostet 29 Menschen das Leben.